So, was haben wir denn hier? Erstmal haben wir speichern. Hallo. Achso, hier redet nicht mit mir, alles klar. Was haben wir hier? Moin. Moin. Ihr seid ja sehr gesprächig. Ansicht von Omega. Mit Miranda reden. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Aha, okay. Ihr gefällt das hier also. Fassen wir mal zusammen. Hey, das sind alles Sicherheitsbeamte hier. Das sind irgendwelche Kreise. Das soll bestimmt eine Sprache darstellen. Afterlife. Ah, da wollen wir ja hin, ne? Na gut, dann können wir da auch eher als erstes hingehen. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Aria erwartet mich. Genau. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Hahaha, stimmt. Wir haben schon 10 Leute reingelassen, seit ich hier stehe. Gleichgültig. Das waren VIPs. Genau, so wie wir. Gehen Sie rein. Aria erwartet Sie. Sehen Sie mich hier drüben überhaupt? Nö. Wen starren Sie so an? Ganz vorsichtig jetzt. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein. Es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Ist meine Sie Nase sehen gar nicht. Meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut. Ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Okay. Was hat er denn für ein Problem? Er hat wohl keine Frau, oder? Tja, wo ist das? So ist das halt, wenn man Frust hat. Gehen wir mal hier rum. Aha. Siehst du mit jeder Minute besser aus? Da liegt am Feuer. Im virtuellen. Was haben wir hier? Söldneranwerber reden, das tun wir gleich. Lower Deck. Was? Anto! Was? Ganz ruhig. Erstmal mit dem Barmann reden. Und dann starren wir ihn an und gehen wieder weg. Das muss man an der Bar machen. Gucken, die schon auch blöd an. Was? Nee. Du hast genug getrunken heute. Lallt's ja schon. Okay, dann reden wir erstmal mit Anton. Ja, Anto. Komm mal nicht hier irgendwie rauf. Vielleicht hier. Na gut. Sie wollen reden? Reden Sie mit Aria. Ja, ist ja okay. Dann rede ich doch erst mit den Söldner Anwerber da hinten. Ich hab zu tun. Ja, was denn? Verschwinden Sie! Nö. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Also ich kann das stundenlang machen und Sie? Ja, was denn? Was ist denn los mit dir? Muss aufs Klo? Pipi machen? Komm, wir gehen Gassi. Ja, ist okay. Okay. Oh, wir sind dann wohl richtig. Das ist nah genug. Aha. Stehen Sie still! Wozu das denn? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an.
Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Oho. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Aha. Einfach genug. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Aha. Also, was kann ich für Sie tun? Erstmal reden wir über Omega. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Oh, Aria. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Gleichgültig gegenüber Shepard? Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für sie. Mhm. Und Archangel? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Halb Omega? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Klingt perfekt. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Erkennen Sie das? Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen sie bestimmt. Ich will Infos über Archangel. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Aha, und welche Gruppe verfolgen ihn? Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Aha, was mit ihnen? Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Na gut, danke. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Was mit Mordin? Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Kennen Sie ihn? Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden.
Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Okay, naja gut. Auf Wiedersehen. Danke für die Informationen. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Bringen Sie bloß nicht die Seuche hierher. Zurücktreten. Halt. Was? Was? Ich bin nicht zum Plaudern hier. Ich aber. Sie wollen reden? Ja. Reden Sie mit Aria. Nö. Zurücktreten. Nein. Was? Was? Ich bin nicht zum Plaudern hier. Ach Mann, du bist langweilig. Na gut. Wo haben wir denn? Da hinten wartet der Typ. Söldner anwerben. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Ah, ich suche Archangel. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns, noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Angriff der Söldnertruppen. Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Hm. Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und wer? Männer. Ja, und wer ist Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Okay, und der Angriffsplan? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Was denn für eine Ablenkung? Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Stimmt schon. Warum Archangel? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Wir sind auf sein Gebiet. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Okay, und der Einsatzort? Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Okidoki, na dann, bereit zu gehen. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Wie alt sind Sie? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt auch einsetzen. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ja, so ist das, Junge. Ich bin so ein guter Mensch. Ich bin so gut. Das ist der Wahnsinn. Okay. Was haben wir denn hier unten noch? Okay. Sieht irgendwie dampfend aus. Hier noch irgendwas Besonderes? Was ist das denn hier? Anklang für die Gesellschaft von Omega. Oder ein Segen.
Untergrund. Okay. Vorwarn. Nein, ich will mich nicht betrinken. Warum kann ich mit Vorwarn nicht reden? Tanzen? Ach komm, tanzen wir in der Runde. Völlig unbeteiligt steht er in der Ecke und wippt mit dem Fuß. Drehwerk Shepard. Multikultureller Supertänzer. Okay, gibt's uns weiter? Kannst du aus dem Weg gehen? Dankeschön. Gibt es hier noch irgendwas? Tänzerin. Na, Sari. Weiter, Mann. So, die Menschen denken, die hier zugucken. Dann hier. Patriarch. Aria. Also, ich habe Aria gesagt. Natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Mhm. Ich kenne sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Aria. Was wissen Sie über Aria? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Aria ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht und die Hälfte meiner Knochen gebrochen und mich am Leben gelassen. Warum? Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Tja, Kriegsgeschichte. Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Patriarch? Warum nennt man Sie den Patriarchen? Es heißt, ich würde alles wissen und sehen, weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe. Und sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Das ist nicht nett. Naja, gut. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Oh, war irgendwas erzählt? Ich warte mal eben ein paar Sekunden. Na gut, dann können wir auch weiter. Ich dachte, er erzählt noch einen von seinen Kriegsgeschichten.